Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der Philipp Reich Show. Das hier ist die Fortsetzung der 18. Folge mit Tim Brossock. Wer sich die also nicht reingezogen hat, auf jeden Fall da reinklicken und dann erst hier weiterhören. Und für alle, die den ersten Teil schon gehört haben, viel Spaß. Mir ist jetzt der Punkt eingefallen, den ich eben machen wollte. Ich wollte dich noch fragen, ob du dein Training komplett selber, also dein Training neben dem Volleyballtraining selber organisierst oder ob da viel auch von Vereinsseite kommt. Schwieriges Thema, ob ich das jetzt so offen sagen darf. Sagen wir mal so, wir hatten jetzt in Düren immer einen Athletiktrainer, der hat auch individuelle Trainingspläne gemacht. Mhm. Ja, habe ich mich auch dran gehalten, wenn man das so, ja, aber irgendwie, ich finde das gut, ne? Also auch so für junge Spieler, die da halt noch nicht so richtig, ne, wissen, wie und überhaupt. Ich meine, es gibt dann auch jetzt muss ich überlegen, ja, Erik Röhrs, Philipp John jetzt bei uns in der Mannschaft, die halt das erste Jahr wirklich in einem Profiverein sind. Ja. Da weißt du noch nicht so richtig, ne, wie das also läuft. Und dann musst du halt auch gucken, was deinem Körper gut tut. Und ich meine, mit meinen jungen 34 Jahren weiß ich halt mittlerweile, was mir gut tut und was nicht. Also was mein Körper braucht, was nicht. Ja. Klar, diese Trainingspläne sind auch gut. Aber ich habe mir dann das immer so ein bisschen noch abgeändert für mich. Also es war dann, okay, das übernimmst du mal noch. Und dann waren halt so Übungen, wo ich dann leider den Sinn nicht so richtig gesehen habe. Und das habe ich dann eher weggelassen oder getauscht gegen eine Übung, die mir doch irgendwie sinnvoller erschien. Also da ist halt auch Erfahrungswerte, wie dein Körper mit so Sachen umgeht, ist da schon irgendwie entscheidend. Also sagen wir mal im Großen und Ganzen, um deine Frage zu beantworten, ich mache das schon eher für mich selbst. Ja, ist ja auch völlig legitim. Also ich glaube, da würde ja auch jeder zustimmen, dass wenn du eh schon so viel Erfahrung hast und das vor allem seit Jahren machst, dass du das selber ziemlich gut einschätzen kannst. Und ich denke, das ist, wie gesagt, völlig normal, völlig legitim. Welchen Stellenwert hat für dich das Training im Verhältnis zum Mannschaftstraining oder also das Training Stabilisation, Gym versus Training on the court mit den Jungs? Also es ist für mich schon wichtig. Also wie gesagt, es gibt halt viele, die sagen, hauptsächlich in der Halle und, ne, wie du schon sagst, mit den Jungs auf dem Court. Okay, ist alles richtig, mag ich auch gern. Sonst würde ich diesen Sport nicht machen. Also ich liebe diesen Sport. Aber als Krafttraining halt auch. Also und da haben wir jetzt schon, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es ist halt wirklich, wenn du dieses Krafttraining machst, dann hast du halt öfter irgendwelche Wehwehchen, was dich halt dann davon abhält, mit den Jungs auf dem Feld zu stehen. Also ist, von daher, mir ist es schon wichtig, sonst würde ich das halt auch den Sommer über nicht machen. Es gibt halt auch Spieler, die sagen, okay, jetzt ist Off-Season, jetzt mache ich hier Beine hoch und gib ihm. Bin ich nicht der Typ. Also ich mache halt gerne Krafttraining und das halt auch in meiner Freizeit, ist halt einfach so. Aber es ist geil, weil letzter Podcast war mit Louis Wüst, 19-jähriger Beachvolleyballer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, und er sagt halt, oh nee, das Training halt, oder das Sandtraining, das Techniktraining, das ist für mich super wichtig, Gym mache ich, weil es irgendwie da am Stützpunkt, weil ich es einfach machen muss. Also so hat er es nicht gesagt, aber ungefähr so war meine Interpretation. Und wenn du mit den älteren Kalibern sprichst, die schon so ein paar Jährchen im Sport dabei sind, da hält es sich dann fast irgendwann so ein bisschen die Waage. Die sagen dann, nee, das Krafttraining, das brauche ich, das ist wichtig für mich, um eben durchzuhalten. Und hatte auch letztens schon ein Vorgespräch mit einem späteren Gast,
Und er spielt auch erste Bundesliga und er meinte auch, boah, das andere Training ist eigentlich fast wichtiger als in der Halle, weil ich es einfach brauche, um genau so spielen zu können, wie ich eben spiele. Ja. Schon interessant. Ja. Ja. Ja, es ist halt, ja, wie du schon sagst, es wird wahrscheinlich an den Jahren liegen, wenn du halt dann irgendwie dann doch mal irgendwie Wehwehchen hast, die dich irgendwie ausbremsen, dann weißt du doch, dass dir das doch was bringt, wenn du halt auch mal im Gym Vollgas gibst. Auf jeden Fall. Was sind noch so typische Mittelblocker-Krankheiten, wo man sich da eher mal verletzen kann? Neben Knie, Schulter ist ja auch immer so ein Thema, weil du kannst ja wenig dann mit den Füßen kompensieren, wenn man erstes Tempo spielt. Ja, Finger, ne? Also, oh ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber meine Finger so von den Gelenken, also das hier ist so ein super Exemplar, ist schon eine Ausnahme, finde ich. Ich meine, das ist alles schmerzfrei und noch beweglich, aber auch den kann ich halt nicht mehr gerade machen. Sport macht schön. der Mannschaftskollege von mir, der hat, ich möchte es mal sagen, er hat so Micha, André, der hat, ich will mal sagen, er hat hypermobile Fingergelenke. Ne? Also die sind wirklich, der tapet die auch immer und aber trotzdem habe ich dem jetzt in Düren schon zweimal den Finger wieder eingerenkt. Oha. Ja, also das war vor, auch geile Geschichte eigentlich. das war dann noch unter Stefan Falter. War dann noch vorm Spiel morgens Training einfach so, ja Jungs, wir machen ein bisschen Block, ne? Einfach so fürs gute Gefühl. Ja. Ja. Dann, wie man das halt so macht, Netz aufgebaut. Dann waren wir, glaube ich, nur zu zweit oder zu dritt. Das ist ja wurscht, auf jeden Fall nur die Mittelblocker. Und dann haben wir halt, glaube ich, machen wir den so und so. Und dann noch so einen Kasten, damit man halt nicht springen muss für den Angriff. Kasten hingestellt, ich stelle mich auf den Kasten, werfe den ersten Ball an, schlag den, bupp, war der Finger raus. Oh nein. Am Tag vom Spiel. Also, ja, dann ich weiß gar nicht, ich bin da einfach hin und habe, weil ich halt gesehen habe, der war halt so ein Winkel drin. Ja. Da habe ich dann einfach ruckartig daran gezogen. Beim ersten Mal war ich etwas zögerlich. Ne? Und beim zweiten Mal habe ich dann dran gezogen, da war aber wieder drin. Und der Arzt, der ihn dann daraufhin in der Notaufnahme dann behandelt hat, der hat auch gesagt, das war auch das Beste, was sie machen können. Also den direkt wieder rein, weil sonst, und nimmt das nur noch mehr Schaden mit Einblutung und alles. Ja, und dann war das von letzte Saison, genau. Also jetzt nicht die abgelaufene, sondern ich glaube die davor, hatten wir nochmal so einen Spaß. Da war ich es Gott sei Dank nicht, aber ich war dann wieder derjenige, der an den Finger gezogen hat. Aber diesmal hatte ich ja halt schon Übung. Vielleicht diesmal auch zu kräftig. Auf jeden Fall musste der dann doch leider im Nachhinein operiert werden. Ach echt? Aber, oh nein. Ja. Ja, leider. Aber machst du nix. Ne? Also wie gesagt, Finger ist halt auch so eine Sache. Da, die leiden schon ganz ordentlich. Also ich glaube, ich habe keinen, der so noch normal aussieht. Ja. Ja, okay, nicht schlecht. Also Tim Broschok, der Chiropraktiker deines Vertrauens. Ja, darf ich da mal ein... Das ist, ich meine, ich mache den Sport schon mal länger. Mittlerweile habe ich mich ja fast dran gewöhnt, aber wenn ich mal die Chance habe, jemanden darauf hinzuweisen, wie man meinen Nachnamen ausspricht, mache ich das ganz gerne. Selbst mein Sohn kann das mittlerweile. Es ist nämlich Broschok. Also es ist kein Sch. Es ist nur ein Broschok. Aber tut mir sehr leid, tut mir sehr leid. Du, bist du nicht der Erste? Unser Hallensprecher weiß es bis jetzt noch nicht. Also er versucht es, aber der scheitert auch immer kläglich. Von daher, okay. Alles gut. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ist gemerkt und ab jetzt immer so. Hattest du auch schon mal Rücken? Also das ist ja auch so ein Thema für Volleyballer, immer diese einseitige Belastung. So. Jetzt, wo du sagst, hatte ich sogar mal Rücken. Das war auch im Anfang und das war nicht so schön. Also ich habe dann irgendwie,
gar nicht irgendwie Bewegung gemacht, aber es war dann irgendwie morgens also aufgestanden ist noch nett, aber und ich konnte morgens nicht auf die Toilette gehen. Also das war, also runter schon, aber hoch, oh, keine Chance. Also es war, ging nicht. Also ja, und dann Physio und die hat gesagt, ja, also es ist nichts, nichts kaputt. Also es ist, Bandscheibe schließt sie auch aus. Es ist einfach nur muskulär so fest, dass du da gerade extrem Probleme hast. Und sie sagte, jetzt mach nicht den Fehler und schone die ganze Zeit, sondern bewegen, bewegen, bewegen. Und dadurch wurde es halt dann irgendwie besser. Aber das waren, ich glaube, ein, zwei Tage. Und ich dachte, Alter Schwede, was eine Scheiße. Ja, also das war echt krass. Also das hatte ich so auch noch nicht. Ich weiß, dass ich in meinem ersten oder zweiten Jahr VCO auch mal Rücken hatte. Aber das ist schon so lange her, da kann ich dir nicht mal mehr sagen, wie das zustande Ja, kam. okay. Das habe ich auch irgendwie nach dem Training irgendwie dann da, ne, komischen Sprung gemacht und dann zog das in den Rücken rein und das wurde dann nach dem Training, wenn du dann halt so auskühlst, wird es natürlich nicht besser. Ja, und dann war das auch etwas schwierig. Aber das ist leider doch zu lange her, dass ich da irgendwie noch Erinnerungen dran hätte. Als das jetzt das letzte Mal war, hast du da irgendwelche komischen Sachen vorher gemacht, irgendwie anders trainiert oder so? Nee, also wie gesagt, vielleicht, ich überlege gerade, wann das genau war, aber dann hast du ja natürlich, schläfst du bei so Auswärtsfahrten, schläfst du halt nicht in deinem gewohnten Bett oder so Sachen kommen ja halt dann auch noch mit dazu, ne? Wenn dann, ich bin halt auch ich mag harte Matratzen, wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme und mich dann aufs Bett setze und ich bin halt schon 3 Etagen tiefer, da bin ich schon, oh, das wird eine geile Nacht, also ich weiß es quasi vorher schon. Klar, das ist dann auch sowas, was da so reinspielt, aber da, klar, Anfang der Saison, aber ich glaube, es war noch in der Vorbereitung, wo wir nicht so viel unternehmen, wobei wir natürlich auch Vorbereitungsspiele hatten. Wir waren ja, haben ja auch einen Kurzabstecher in Polen gemacht, ein Turnier gespielt, aber ich kann es leider dir zeitlich jetzt nicht mehr sagen, wann das Ja, genau war. ist ja nicht so wild. Ich bin der Meinung, ich habe nichts besonders irgendwie anders gemacht, ich habe keine neue Übung gemacht, ich habe, also es war dann einfach so. Manchmal steckt man da halt nicht drin. Ne. Aber auch ganz interessant die Aussage, oder also ich kann es ja nur 100% befürworten, aber okay, Junge, mach einfach ganz normal weiter, beweg dich ganz normal, nicht einrosten, weil davon wird es eher noch schlimmer und kann ich nur bestätigen. Also sehr, sehr cool, dass ihr da so Leute habt, die euch da erstmal Sicherheit geben, ne, dass es eben nichts Schlimmeres ist. Bei Rücken kriegt man ja schon ein bisschen schneller ein bisschen Ja, Schiss genau. als bei Knie oder Fuß oder so, weil man immer sofort denkt, oh Mist, Bandscheibe, und da ist man einfach vorsichtiger, das ist auch so. Und nach der Sicherheit dann sagen, Mensch, okay, Attacke ganz normal weiter. Mehr geht ja gar nicht, mehr geht ja nicht. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir zur letzten Frage, vielleicht. Vielleicht kannst du an alle, die zuhören und vor allem natürlich an mich, nochmal zwei, drei Tipps geben, so typische Mittelblocker-Sachen, die man auf jeden Fall beachten muss, weil die Position ist ja unterschätzt kompliziert. Das sagt jeder von seiner Position. Ja, aber bei Mittelblogger trifft Sehr gut, sehr gut. es auch wirklich zu. Vielleicht hast du noch so zwei, Ja. drei Dinge, wo du sagst, jawohl, das kann ein Game Changer sein. Also, was mir, das ist ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wirklich um den Mittelblock geht. Also, dass du wirklich, ne? Und jetzt nicht um Angriffe oder sowas. Was mir da immer geholfen hat, also ich bin halt auch kein, klar macht man das mal, aber ich bin kein Fan, der irgendwie Optionen zieht vorher, also was mein Blockspiel angeht. Also klar, klar hast du, wenn du wenn im Scouting steht, der Zuspieler spielt aus diesem Läufer, spielt er 90% der Bälle auf die 4, dann, okay, dann, Aber sobald es da, sagen wir mal, der hat dann eine Statistik von, der spielt nach hinten zu 33%, spielt in die Mitte zu 33% und spielt auf die 4 zu 33%. Dann stehst du ja da, gut, was machst du jetzt? Da ist dann, hat mir halt immer geholfen, dass du da neutral stehst und gar nicht mal
klar, du guckst dir quasi nach dem Aufschlag, guckst du dir die Annahme an und dann fliegt der Ball, aber du musst versuchen, so schnell wie möglich deine Augen auf den Zuspieler zu kriegen. Also, weil den Ballflug, den hast du relativ, also, ne, ist halt auch so ein Erfahrungswert, aber du hast relativ schnell raus, wo der runterkommt. Also, ne, noch dazu, ja. wenn du den Zuspieler anguckst, den gegnerischen, der geht ja auch unter den Ball. Ist ja nicht so, dass der dann irgendwie, sondern, also, außer Granking, da haben wir mal ein anderes Thema. aber wenn der normal sich unter diesen Ball bewegt und den versucht zuzuspielen, dann versuch ihn halt so lange wie möglich zu beobachten. Also, und versuch dann nicht, das ist schwieriger, als man jetzt glaubt, aber versuch dann nicht zu gambeln oder zu schätzen, was er macht. Das würde ich halt im Training erstmal ausprobieren, ob das so, ne, also im Spiel, der Tim hat das so gesagt, probier mal doch mal, mach das für alle, die es versuchen wollen, erstmal im Training. Und dann wirklich gucken, ob du irgendwas siehst, woran du es festmachen kannst, was er spielt. Also es ist, auch im Training ist dann manchmal, dass mich dann der gegnerische Zuspieler sagt, du, sag mal, woran hast du das gesehen? Du warst ja schon, ne? Manchmal ist es dann wirklich so, wo ich dann sage, ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach, also es ist dann auch Leute, die mich sagen, ich kann dir das nicht sagen. Es ist irgendwie am, weiß ich nicht, wie er sich zum Ball bewegt oder so. Das sind so, ja, aber das ist halt auch so ein Erfahrungswert. Ne? Das ist für Jüngere, die das quasi neu machen, ist das schwierig. Aber auch dann, ne? Und wenn du dann halt dieses Lesen machst, versuch dich nicht vorher schon festzulegen. Und wenn du halt im Training das ein paar Mal machst und dann bist du halt zu spät. Also sagen wir mal, ne? Du sagst, okay, der Spieler, du siehst, der spielt auf die 4 und das ist, du bist halt zu spät. Dann bist du halt zu spät. Ich meine, mein Gott, aber du hast es halt mal versucht und das durch die Wiederholung wirst du auch besser. Also du sagst, okay, der spielt jetzt Richtung 4, dann ist der Ball schon unterwegs. Dann realisierst du das erst. Aber irgendwann wirst du halt besser in dem, dass du siehst, wie er schon hochgeht, was auch immer, dass du dann immer mehr ein Gefühl dafür kriegst, wo spielt er hin? Also es ist für, klar, wenn du dann im Training immer mit demselben spielst, ist es einfacher, als wenn du jetzt von der gegnerischen Mannschaft einen hast. Ja. Aber dafür gibt es ja natürlich auch Videoanalyse. Ich meine, es ist immer noch was anderes, wenn du halt direkt davor stehst und ein Netz da, ne? Aber das hilft halt auch. Also das ist so ein Tipp, den ich geben könnte oder was mir halt immer geholfen hat, dass du dir halt nicht ewig auf den Ball guckst, wie der zum Zuspieler kommt, sondern okay, Annahme und dann guckst du auf den Zuspieler und klar, du siehst ja dann noch peripher, okay, du siehst den Schnellangreifer und was halt noch so passiert, ist ja auch eine Übungssache, aber wie gesagt, guck dir relativ lange, so lange wie es geht, halt den Zuspieler an. Ansonsten, wenn du dann irgendwo bist, versuch die Hände, aber das gilt jetzt nicht nur für einen Mittelblock, das ist generell, wenn du springst zum Block, versuch nicht extrem hoch, sondern versuch einfach, dass du die Netzkante direkt passierst und nicht hoch und schlägst. Also das sind dann meist die Bälle, wo du das dann, ne, in die Mailbox kriegst. Ganz genau. Sagt sich auch so leicht. Ist aber, wenn es halt dann wirklich schnell geht, ist das auch immer so eine Sache. Ja, aber das ist, wenn man das sich versucht, immer in den Kopf zu behalten, dann funktioniert das irgendwann, also mehr schlecht als recht. Ich möchte mich da auch nicht von vorher sprechen, ich habe da natürlich auch ein paar Dinge, wo du denkst, boah. Ja. Ne? Also, aber das ist noch sowas, ja. Aber die ersten zwei Tipps waren ja schon echt gut, weil viele Trainer sagen ja, guck dir den Ball lange an und reagier dann, was passiert, aber dieser View auf den Zuspieler finde ich auch super wichtig, dass du irgendwann probierst, den einfach zu lesen. Und mir ging es auch oft so, dass dann, also wie gesagt, ich habe Regionalliga und Dritte Liga gespielt, so, also ganz oben habe ich noch nie mitgemischt, aber ich glaube, dass du irgendwann schon verstehst, wie der gegnerische Zuspieler eben zuspielt. Und dann kann es eben sein, dass so ein Satz vielleicht flöten geht, aber dann hast du es irgendwann raus. So, du guckst ihn an, irgendwann weißt du, wie er sich zum Ball positioniert, zum Beispiel, wenn er über Kopf spielt.
Das ist ja in meinen Ligen nochmal viel einfacher als in deinen, weil da die Zuspieler natürlich viel, viel besser ausgebildet sind. Aber an so Nuancen habe ich das Gefühl, kann man es immer so ein bisschen festmachen. Und eben dieses Thema, dass sie aus bestimmten Läufern bestimmte Sachen natürlich gerne spielen. Und das gemischt macht ja natürlich schon ganz schön was aus. Ja, deswegen, also es ist dann manchmal, ich meine, das hatten wir jetzt auch, ich glaube, ich habe ihm das nie so gesagt, aber dass du dann im Spiel, wenn du dann den ersten Satz hast, ne, dann weißt du ja, welche drei Läufer deine sind, wo du vorne bist. Ne? Ja. Dann hast du so, okay, der macht aus dem, macht er das und aus dem macht er das, dann hast du so grob eine Ahnung und dann sagt dein Trainer, wir fangen nicht Läufer 1 an, sondern wir fangen jetzt Läufer 4 an. Dann stehst du da. Oh, na super. Also ja, kannst du dir quasi, fängt alles wieder von vorne an, nicht komplett, weil der Zuspieler ist ja immer noch der gleiche, aber du hast halt nicht mehr diese Läufer. Aber dann fängst du halt wieder an. Okay, der macht das daraus, dann kannst du dir natürlich noch, das ist in den unteren Ligen natürlich ein bisschen schwierig, du hast dann quasi keinen Live-Scout von der Mannschaft, der dir irgendwie noch Daten gibt, beziehungsweise der Co-Trainer, der sich da, da so ein bisschen am Laptop oder was auch immer sich das raussuchen kann, dass du quasi gucken kannst, wie das mit den anderen Läufern ist, also was in den Läufern, die du quasi dann neu zugeteilt gekriegt hast, wie das da aussieht, da kriegst du natürlich dann auch direktes Feedback, weil natürlich auch je besser oder ja, je höher man spielt, es ist jetzt nicht so, dass du die gegnerische Mannschaft scoutest, sondern du guckst dir natürlich auch an, was machst du? Also dein eigenes Spiel analysierst. Also da sind dann halt auch Zuspieler, die sagen, okay, wenn der Ball daraus kommt, dann spiele ich hauptsächlich das. Okay, dann mach mal einfach mal was anderes. Also, ne, das gibt's ja auch. Es gibt auch Zuspieler, die machen das von sich aus. Es gibt dann welche, die spielen im ersten Satz, okay, die spielen 50% der Bälle aus guter Annahme, spielen die erstes Tempo. Und dann im nächsten Satz gibt's ja dann genug, ne, die dann halt beim ersten Tempo mal mitspringen und auf einmal spielt er in diesem Satz null Bälle erstes Tempo. Also, es ist dann, das ist, ja, das ist halt leider immer noch ein Spiel und, ja. Aber das ist ja dann schon, das ist ja dann schon die hohe Kunst, so genau dann den Switch auch zu sehen als Zuspieler und zu sagen, yes, jetzt habe ich die Mitte gut angefüttert. Und das ist ja das, was meiner Meinung nach bei euch vielleicht auch ein bisschen jetzt in der im Halbfinale gefehlt hat, das Spiel über Mitte, weil dann eben außen immer Doppelblock war. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Man konnte dann Erik vielleicht auch ein bisschen zu gut lesen, weil eben dann nur über Kopf oder vor allem auf die Außenposition und ja, da war dann eben gerade, boah, ich glaube, das war dann vor allem zweiter und dritter Satz, da war dann eben der Scout oder die gegnerischen Mittelblocker waren dann eben extrem gut, weil sie es da eben extrem gut sehen konnten, was passieren wird. Ja, ja genau, deswegen, also es ist halt der, wie gesagt, wir haben dann halt auch immer noch einen Live-Scout, der dann auch noch immer was sagt und das ist dann auch so, wenn dann ein neuer Spieler reinkommt, dann also sei es Zuspieler, dann kriegst du meist dann auch noch Feedback, ja, der, oder du guckst dir in der Vorbericht, also in der Vorbereitung guckst du dir das natürlich den ersten Zuspieler hauptsächlich an, aber du guckst dir auch an, was der zweite so macht. Ne? Also wenn er dann reinkommt, dann gehst du nochmal so, okay, der macht das. Also ein bisschen anders als der erste, aber dann, ja. Also Scouting ist auch, glaubt man nicht, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, also auch für einen erfolgreichen Mittelblocker. Wie viel Zeit nehmt ihr euch da immer für so ein, also vor so einem Spiel? Wahrscheinlich ist es auch von Wertigkeit zu Wertigkeit des Spiels unterschiedlich, aber vielleicht kannst du einen Durchschnittswert sagen. Das ist, kann ich leider nicht bestätigen. Also wir nehmen da wirklich, also war es zumindest jetzt so, jedes Spiel gleich ernst. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, heute spielen wir gegen Unterhaching. Da gucken wir, komm, das machen wir ohne. Also es ist wirklich, dass wir uns vor jedes Spiel, würde ich mal sagen, gleich vorbereiten. Also es war dann immer, wenn du Samstagspiel hattest du Donnerstag vorm Nachmittag Abendtraining die erste Videosession und dann am Freitag selbiges. Und dann wie lange ungefähr? Ja, das ist immer irgendwie so ein Unterschied, wenn du da irgendwelche Spezialisten, sag ich mal, die irgendwas komische machen, dann guckst du dir natürlich ein bisschen genauer an. Aber ich sag mal, Viertelstunde, halbe Stunde pro Videoeinheit. Also so grob eine, ich würde jetzt sagen, einfach mal maximal eine Stunde. Es ist halt auch so eine Sache, wie viel du da aufnehmen kannst. Ne? Also wenn du jetzt, wir hatten auch Trainer, die haben eine,
hatten. Wir haben Videoanalysen gemacht. So, also da war eine Session eine Stunde. Also das ist, ne? Da behältst du ja nicht viel. Also das ist Das ja sind dann zu so viele, ja. viel Input. Ja, das behältst du nicht. Also deswegen, klar, zu kurz ist auch Quatsch, wenn er sagt, hier, der macht Angriff Richtung 1 und dann guckst du dir einen Ball an und das war's. Das ist auch irgendwie Ja. Quatsch. Aber ja, wenn es halt zu lange ist, dann ja, würde ich sagen, schaltest du ab, aber es wird halt schwierig, dann das noch irgendwie aufzunehmen. Oder beziehungsweise dann vergisst du wieder, was am Anfang war. Also, Okay, und sitzt da mit so einem Stift und Heft da und schreibst du, machst du so Stichpunkte oder kriegt er irgendwie so einen kleinen Ausdruck oder so, wo du halt die wichtigsten Facts einmal zusammengefasst hast? genau, also wir kriegen immer so ein, ich glaube, das ist relativ normal, auch in der ersten Liga. Ich würde mal sagen, das machen alle Mannschaften, dass die halt quasi, du kriegst so ein kleines Booklet, Heftchen, was auch immer, über so ein paar Seiten, wo dann halt das wichtig so draufsteht. Bei uns war das, hast du dann gesehen, die Zuspielerverteilung, also pro Läufer, dann auch normaler Aufsteiger und Schuss, wie das sich das variiert, das ist ja auch bei den meisten Zuspielern immer so ein bisschen anders, ne? Also Ja. wenn der den Mittelblocker Schuss laufen lässt, spielt er anders, als wenn er einen Aufsteiger laufen lässt. Das war dann noch immer separat. Dann ja, die einzelnen Angriffsrichtungen von den Angreifern, also was sie halt am Liebling, also der Lieblingsschlag sozusagen. Ja, dann noch der Aufschlag ist für mich jetzt nicht so interessant, es sei denn, du hast da jemanden bei, der kurze Aufschläge macht. Ja, und dann gibt es noch so ein, hatten wir, ja, so ein, das hat, glaube ich, auch jede Mannschaft quasi, wo dann noch so drin steht, wie du gegen die spielen möchtest. Also so von wegen, ja, wir schlagen auf denen auf und wir versuchen, Ah, das zu okay. machen, weil die lassen das immer frei oder was, also, ne, sowas halt. Aber es gibt aber auch noch Leute, die sich dann zusätzlich noch in dieses Papier, was sie dann haben, noch extra Notizen machen. Aber da ich mag es gerne kurz und knapp. Also wenn ich mir das Ja. durchlese, okay, und ich muss da dann nicht noch extra irgendwie was dazu schreiben. Ja. Ja, es ist schon mega interessant, ey. Also ich feiere den Ansatz komplett, so einfach zu sagen, okay, hier sind so die harten Fakten, was machen die meistens? Richtet euch darauf ein. Und dann auch das Thema, dass sie beschreiben oder dass das Trainerteam beschreibt, was ihr spielen sollt, wie ihr es spielen sollt. Will ich schon. Boah, finde ich schon gut. Finde ich schon gut. Ja. Vielleicht hast du Ja, am aber ich glaube, Ende. Oh, sorry, ja, sorry. wie gesagt, das ist, glaube ich, normal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der ersten Liga, zweite auch, nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft kein Scouting macht und auch keinen Plan hat, wie sie an Spiel rangeht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, klar. Wird schon relativ normal sein. Vielleicht so am Ende noch einen kleinen Tipp für das Thema Mittelangriff. Ja, du hast jetzt schon zwei sehr tolle Tipps gegeben fürs Mittelblocken. Vielleicht noch ein Ding zum Angreifen. Ja, da gibt es ja auch, wenn du das so, gibt es ja auch da zwei Arten, wie du das machen kannst. Also ich bin Fan davon, schnell da sein, schnell abziehen. Also dass du quasi schon oben in der Luft bist, bevor der Zuspieler den Ball überhaupt verlässt und du einfach bloß direkt durchziehst. Ist schwierig, weil das musst du erstmal in deinen Kopf kriegen, so schnell da zu sein. Also, es ist dann speziell, wenn du dann mit jüngeren Spielern hattest, das hatten wir jetzt auch mit Melf Urban, der da unser vierter Mittelblocker war, dann auch im Training. Wenn wir dann so Angriffstraining gemacht haben, mich hat immer gesagt, schneller, 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 schneller. Ne? Also, es ist, Ja. du musst eher da sein. Es ist echt schwer, sich das in den Kopf reinzukriegen, dass du wirklich so früh da bist. Man muss aber auch alles passen. Also dann muss der Abstand zwischen dir und dem Zuspieler muss passen, das Netz, Abstand muss auch passen. Ja, und wenn du dann natürlich einen gegnerischen Mittelblocker hast, der mitspringt, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Also, ne? Das klar, du kannst dann versuchen, das noch irgendwie zu drehen oder was weiß ich. Funktioniert auch. Die andere Sache ist, es gibt halt noch Leute, da ist dann unser
unser Schwede, der macht das, bei dem ist das schon, es ist dann schon Aufsteiger, heißt ja so, wenn man den Ball in der aufsteigenden Phase schlägt, bei ihm ist es dann schon eher so ein Schweber bis Absteiger. Also der ist, Der ist ja auch sprunggewaltiger als ich oder als Micha, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Dementsprechend hat er eine andere Etage, wo der das auch schon abschlägt. Und dann ist er jemand, der springt halt hoch, guckt und schlägt dann erst. Also es ist nicht so, dass er hoch und drauf, sondern es ist wirklich, er hat halt dadurch, dass er noch ein bisschen extra Höhe hat, Kann er halt auch noch gucken, was er so macht. Das ist halt auch eine Möglichkeit, aber da bin ich leider nicht der Fachmann für. Also wie gesagt, ich bin halt ein Fan davon, schnell da sein, auch wenn du denkst, du bist schon früh da, bist du meist zu spät. Also für Leute, die das noch nie gemacht haben, es ist wirklich so eine Kopfsache, wenn du meinst, du bist viel zu früh, dann bist du richtig. Also das so als Tipp für Anfänger oder für Leute, die das versuchen wollen, mal schnell abzuschließen. Ich hab das früher auch so gespielt und es hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht, weil wenn es dann ein paar Mal über die Mitte geklappt hat, ist halt über die anderen Positionen so viel leichter, weil du die Mitte so hart ziehen kannst. Und bei diesem, was du eben gesagt hast, so den Schweber bis Absteiger, da ist halt mehr Bedenkzeit für die gegnerische Mittelblockerposition und dann können sie eben sagen, okay, ich springe mit oder ich gehe eben raus. Und bei dem anderen Ball muss er eben da sein oder er ist eben nicht da und dann ist Block frei oder kommt halt viel zu spät. Und das sind eben dann natürlich die riesigen Vorteile an dem Ball. Was halt, ich glaube, das ist auch so eine Sache, das frage ich mich ja auch dann immer, also das frage ich mich, das fragt sich unser Zuspieler. Man kann jetzt sagen, wir spielen wenig Mitte, also in Düren, ne? Also verhältnismäßig. Aber es ist leider so, dass du gegen die meisten Mannschaften, wenn du da halt schnell schon anläufst und früh da bist, bleiben die auch da. Also die haben dann schon, dass die springen halt auch gerne mit. Also, und wo du dann denkst, wir spielen kaum Mitte und die springen immer noch mit, weil die halt dann, wenn du halt da so anläufst, vielleicht liegt es auch daran, wenn ich so anlaufe, aber es ist halt wirklich, die haben dann Angst davor, dass es dann auf einmal scheppert und dann bleiben die halt in der Mitte oder springen mit, wo du es dann halt vermeintlich über außen natürlich einfacher hast. Wenn du dann natürlich bei Friedrichshafen dann das Scouting irgendwann, okay, der spielt keine Mitte, lass den doch anrennen wie ein Tier, dann wird es halt schwierig. Aber prinzipiell ist das, ich glaube, in den unteren, wie du schon sagst, in den unteren Ligen, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, kann das halt noch besser funktionieren, weil die dann halt natürlich noch mehr hängen bleiben, weil die halt vermeintlich kein Scouting haben, kein, und wenn da halt einer anläuft und schon schmeckst du mal mit und dann spielt er aber außen und dann, Sehr gut, sehr gut. Und das ist immer der größte Tipp vom Trainer, aggressiv callen, immer sagen, ich bin da und zwei Schuss oder auf oder weiß der Geier, immer Lärm machen. Ich kann mir ja schon vorstellen, Mann, wenn dann so eine Wand auf dich zu rankommt, dann denkst du, oh Gott, was mache ich jetzt? Einfach mal mit hochspringen. Das ist dann halt auch, da mache ich mir ja, ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Pöbler oder sowas, aber wenn ich dann halt dann immer mitspringe und dann ich den Ball nicht kriege und dann springt er manchmal schon, und dann, also irgendwie sowas. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ich weiß nicht, ob man das noch als passiv-aggressiv einschätzen kann, wie wir es am Anfang besprochen hatten, aber das zählt schon mal mit rein. Okay. Dann habe ich alle Fragen gestellt, die ich fragen wollte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, worüber wir nicht gesprochen haben, wo du sagst, hey, das hätte ich aber gerne noch gesagt? Du, für Leute, die diesen Podcast hören und mich kennen, die werden sie erschrecken, dass ich so viel rede. Also ich bin, wie gesagt, bin normalerweise nicht so der Extrovertierte und rede nicht viel. Also es ist wirklich so, für Leute, also alle, die mich kennen, mich hören, ich bin's wirklich, ich rede wirklich so viel. Wir haben echt genug geredet, würde ich sagen. Es ist erstmal ein bisschen wieder voll. Also bei mir zumindest. Jetzt muss wieder die Familie mit dir klarkommen, dass du wieder 3 Stunden einfach gar nichts sagst. Ganz genau, so sieht's aus.
Ja, ey, vielen, vielen Dank. So viel Mehrwert dabei für alle, die zuhören. Vielen Dank, dass du ein bisschen aus der Saison berichtet hast, von deinem persönlichen Training. Und total cool. Ich freue mich mega. Hat ja Spaß gemacht. War ja für mich auch mein erstes Mal. Es gibt immer noch erste Male, auch in meinem Alter. Also war super, hat Spaß gemacht. Ja, Obwohl, du hattest doch vielleicht schon mal auch einen noch. Auftritt im Bounce House, oder? Ja, aber das war ja kein Podcast. Klar, ich war da eingeladen Du in warst dem Gast, Studio ja. nur zur Saisoneröffnung, aber so Podcast, sowas hatte ich jetzt auch noch nicht. Mega, Also sehr immer cool, noch das sehr erste cool. Mal. Das werde ich dann auch so titulieren. Tim Brossock, sein erstes Mal. Ja. Also, vielen Dank und viel Erfolg für alles, was da kommt. Und Ja. vielleicht bis bald. Mach's Ja, gut. bis bald. Ciao, ciao. Das war die Folge mit Tim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass gutes Training die beste Verletzungsprophylaxe ist. Wenn auch du Verletzungsprophylaxe betreiben möchtest, dann hol dir Sandathletik. Sandathletik ist dein Trainingsplan für mehr Sprunghöhe, für mehr Schnelligkeit und für mehr Schlaghärte. Nicht nur im Sand, sondern auch in der Halle. Vielleicht würde es jetzt für die Offseason ganz gut passen. In jedem Fall wünsche ich dir viel Erfolg für dein spezifisches Training und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.